Majestät? Hm? Majestät? Ist noch jemand da, sonst haben wir eine Vielzahl von höchst interessanten Gästen, die nur darauf warten, vorgelassen zu werden, Majestät. Aber Seifenstein, wir haben überhaupt keine Lust mehr. Wissen Sie was, Seifenstein? Machen Sie das, ne? Ich, Majestät? Selbstverständlich. Wir sind doch Kaiser. Wir können nicht alles machen. Ja. Darf ich mir den Gast dann auch selber aussuchen, Majestät? Selbstverständlich, Seifenstein. Ausgezeichnet. Die Chefin des Formel-1-Teams von Sauber, Monisha Kaltenborn. Eine Schneekugel? Für mich? Das wäre doch nicht notwendig gewesen. Na ja, ganz sicher, Seifenstein. Die Allianz gehört Ihnen, aber die Schneekugel gehört uns, ja? Schneekugel gehört uns, ja? Ihm nicht, ihm gehört den Kaltenborn und uns gehört die Schneekugel, ja? Husch! Was? Seifenstein? Wir sind schon angeschnallt. Sicherheitsgurt, da kann ich mal. Perfekt. Ja, na, super Wahl, Seifenstein. Ja. Viel Vergnügen. Ne? Schneckengroß. Bitte sehr. Frau Kaltenborn, wie hat sich die Weiterentwicklung des Körs bei der Entwicklung der F1-Boliden für die Saison 2014 bisher entwickelt? Ja, sehr gut. Wir haben eigentlich einen sehr großen Fortschritt hier erzielt. Wir haben ja mittlerweile zwei Generatoren, also zwei Elektromotoren. Wir konnten die Energierückgewinnung verdoppeln. Das heißt, wir haben 120 Kilowatt. Langweilig! Seifenstein, wenn Sie das Atomprogramm besprechen wollen, dann bitte nur mit uns. Ja, nächste Frage. Frau Kaltenborn, halten Sie die Beibehaltung des DRS in der laufenden Saison für sinnvoll? Und wenn ja, warum? Ja, absolut, denn das sorgt ja dafür, dass mehr überholt wird. Es ist sehr viel Spannung da. Man weiß ja nie, ist das genug, dass man überholen kann oder kommt der Bus dann hinzu und man schafft es halt doch nicht in letzter Sekunde. Also eine sehr gute Sache. Ja, aber wo sind da die Pferde? Man sieht, beim Formel-1-Rennsport sind die Pferde metaphorisch gesprochen im Verbrennungsraum. Und da kriegen Sie keine Probleme mit dem Tierschutz. Das ist ja furchtbar. Die armen Pferde werden ver... Ah! Jetzt weiß ich, Sie machen einen Leberkäs. Sie sind eine Fleischhockerin. Jetzt haben wir schon gedacht, Formel 1, Stall, also Stall, Stall, Pferd, Pferd, Fleischhorn. Das ist was, Seifenstein, wir übernehmen jetzt wieder. Kaltenborn, das ist die interessanten, die passen so ein bisschen auf. Kaltenborn. Sie darf also schon ein Auto fahren. Außergewöhnlich für eine Frau. In der Tat, aber so weit bin ich noch nicht, Eure Majestät, dass ich diese Autos fahren darf. Sehen Sie, Seifenstein, jetzt sind wir wirklich beim Thema Einparken. Probleme, ha? Absolut. Wir haben ja gar keine Parkhilfen in dem Auto. Ha! Das sind die Fragen, die die Leute interessieren, Seifenstein. Gibt es Frauenparkplätze bei der Formel 1? Noch nicht, aber es ist eine gute Idee. Ja. Seit wann ist sie der Chefin von diesem Dingsbums? Seit 2010. 2010. Was hat sie da alles gewonnen bis jetzt? Noch nicht so viel, nein. Warum leider nicht? Noch nicht. Woran liegt das? Ja, das liegt natürlich nicht an mir, das ist klar. Das liegt halt ja, am Auto, an den Fahrern, am Motor. Also, wie hat sie angefangen? Vielleicht als Boxenluder und sich dann noch. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Wäre natürlich ein Weg gewesen. Eher der trockene Weg übers Juristische und dann halt da, das impliziert, dass der Weg des Boxenluders ein feuchter ist. Ja, ja.
Das passiert halt so, wenn dann mal so der Champagner hin und her geschüttet Langweiler. Wird. Ja. Jetzt hat es uns einen Guster gemacht. Das ist der Champagner für die Arme. Sie begleiten ja deine Spitzenposition, genauso wie Sie. Das habt ihr ja gemeinsam. Mhm. Wie viele Frauen haben wir da in Spitzenpositionen in Österreich? Weißt du, das handelt sich konkret um 29 Frauen unter 626 Geschäftsführungspositionen in Österreich, was einem Prozentsatz von rund 4,6% entspricht. Das ist ja eine ganze Menge. Was? Haben wir so ein Beispiel für so eine Karrierefrau, Samstag? Man sieht, wie wäre es zum Beispiel mit dieser hier Hofbildstelle? Sie spielte im Konzern des Herrn Stronach eine tragende Rolle, ist mittlerweile Clubobfrau seiner Partei im Parlament. Hast du mitgehört, Katrin? Da haben wir manchmal drüber nicht gesprochen. Nein. Das kommt dann auch in unserem Parteiprogramm und muss noch erweitern müssen. Ja, ganz eindeutig. Ja, ganz eine typische Entscheidungsträgerin. Trägt die Entscheidungen von jemand anderem. Kaltenborn. Wie viele Angestellte hat sie denn so unter sich? 320. 320. Und wie viele davon sind Frauen? Keine 10%. Nur Männer? Nur Männer. Macht sie das mit körperlicher Gewalt? Oder wie? Noch nicht, nein. Nicht? Nein, die hören schon gut so. Wie macht sie das? Ja, da reicht ein Blick, die habe ich schon gut im Griff. Ja. Zuckerbrot, Peitsche? Genau. Oder? Wirklich? Ja. Und was würde sie den österreichischen Frauen raten, damit die auch so tolle Karriere machen können? Ja, an sich glauben und den Weg ganz konsequent verfolgen. Vor? Also wir danken ihr für Ihren Besuch. Ja? Sie war eine Bereicherung für uns. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch ein bisschen brav sein. Ne? Dankeschön.